Hallo Freunde, willkommen zurück. Nach dem Trick mit dem Fleischzeitmacher zeige ich euch heute mal ein neues Video. Nach der super Resonanz, vielen Dank nochmal dafür, seht ihr heute, was Grillfix kann. Bis gleich. Wir bereiten heute einen deutschen Schweinelachs zu. Warum das Herkunftsland wichtig ist, ist, weil meiner Erfahrung nach das meiste Schweinefleisch, gerade der Schweinelachs im Supermarkt, aus Holland oder aus Belgien kommen. Dort sind weder die Kontrollen so streng, noch ist die Qualität einfach so gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Fleisch mehr eingeht beim Braten, beim Garen, beim Grillen. Kann davon kommen, dass das Fleisch hier und da vielleicht auch mal mit Wasser aufgespritzt wird. Warum der Schweinelachs? Ich selbst habe den Schweinelachs noch nicht oft gegrillt. Ich will jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Erstmal fangen wir an mit der günstigsten Marinade, Smoky Barbecue Rub. Am Anfang reibe ich erstmal das Fleisch mit Olivenöl ein. Ist aber egal, was für ein Öl man nimmt. Man kann Sonnenblumenöl nehmen, Pflanzenöl, egal was für eins. Heute geht es aber hier eigentlich um Grillfix Chili Mango. Ich habe das neu gesehen und auf der Beschreibung steht, man soll pro Kilo 35 bis 40 Gramm Pulver zu dem Fleisch geben, das schön verreiben und 100 Milliliter Wasser dazu geben. Ob das wirklich der Fall ist, dass das Fleisch das Wasser durch diesen Rub aufnimmt. Wegen des Besuchs habe ich gedacht, naja, das könnte doch vielleicht ein bisschen wenig Fleisch sein am Ende. Und deswegen habe ich gleich mal ein anderes Projekt draus gemacht und habe einfach vier verschiedene Würzmittel ausprobiert. Ich hatte natürlich noch von dem Schweinelachs, weil ich insgesamt 2 Kilo hatte und habe dann einfach mal die andere Seite ein bisschen kleiner geschnitten, damit wir dann auch nochmal da genug haben und mit 2 anderen Grillgewürzen mariniert. Die dritte Marinade, für die ich mich entschieden habe, war die Zitronen-Pfeffer-Marinade. Eigentlich mein Favorite, esse ich sehr gerne. Macht man eigentlich mehr so im Geflügelbereich, aber ich habe gedacht, komm, wir probieren es mal aus. Die vierte und letzte Marinade ist die Grill- und Bratenmarinade. Ich finde sie super für Schweinefleisch und bin gespannt, wie sich die Leute entscheiden werden. Hier sehen wir jetzt nochmal ganz kurz das Fleisch mit dem Grillfix Chili Mango. Man sieht, dass es das Wasser leicht eingezogen hat, aber nicht alles der angepassten Menge, die ich dort reingefüllt hatte. Let's get it on! Jeder wird später einen Zettel bekommen, sich die Marinaden aufschreiben und eine Bewertung zwischen Beschaffenheit, also wie zart das Fleisch ist, wie saftig das Fleisch ist, und bewerten vom Geschmack her einfach. Ich kann jetzt schon mal verraten, das Ergebnis wird alle überraschen. Prost! Kurzer Zwischenstand, wir gucken mal rein. Es wird. Falls ihr mein letztes Video mit dem Fleischzeitmacher noch nicht gesehen habt, zieht es euch rein, ich kann es nur empfehlen. Ich habe das Ganze auch zum Verkauf über eBay angeboten. Da das aber dann doch ein bisschen mehr wurde, als ich gedacht habe, habe ich das Ganze jetzt in einen Online-Shop gepackt und alle Gewürze, die ihr heute hier in dem Video seht, könnt ihr auch dort erwerben und noch vieles mehr. Den Link zum Shop findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt. Heißt es geschienen oder gescheint? Wir haben ein sehr ausgeklügeltes System, deswegen die niedrigste Zahl ist die beste. Gewonnen hat seltsamerweise Smoky Barbecue Rub, im Einkauf auch das günstigste, dicht gefolgt von Steak and Grill, das zweitgünstigste. Das drittbeste war Chili Mango. Der absolute Loser war das Zitronenpfeffer, was eigentlich mein Favorite ist, aber zu Schwein einfach nicht passt. Muss man ganz klar sagen. Vielen Dank nochmal dafür, vielen Dank nochmal für die Abonnements. Da ich jetzt einen Online-Shop aufgemacht habe, geht drauf, guckt drauf. Bis dann. Hat Spaß gemacht.